Servus und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen FC Blau-Weiß Linz am Freitag um 19.30 Uhr. Ich freue mich sehr, neben mir dafür unseren Cheftrainer Michi Wimmer und diesmal auch in unserer Runde Joe Handel begrüßen zu dürfen. Bevor wir zu den beiden Protagonisten kommen, möchten wir unseren Fans aber wie gewohnt vorab noch ein paar Infos zum Match mit auf den Weg geben. Wir freuen uns sehr, dass wir auch im ersten Heimspiel dieser Quali-Gruppe bereits jetzt 10.500 Tickets abgesetzt haben. Das ist wirklich eine sehr erfreuliche Nachricht und diese Stadionbesucherinnen und Besucher wird auch viel Rahmenprogramm erwarten mit einem großen Osterschwerpunkt. Wir laden nämlich alle Veilchen dazu ein, ab am Freitag ab 16.30 Uhr rund um unser Stadion und mit Einlass ab 18 Uhr dann auch im Stadion auf die Suche nach Ostereiern zu gehen. Das ist für groß und klein. Es gibt für jedes Ei, das man findet, einen tollen Preis, unter anderem Matchworn-Trikots von Franz Kretzig, Dominik Fitz oder aber auch Fußballschuhe von Reini Ramftl oder Torwarthandschuhe von Mirko Kos. Es zahlt sich also wirklich aus, auf die Suche zu gehen. Freikarten sind zum Beispiel auch bei den Eiern dabei. Also wenn man ein Ei findet, so schauen diese Eier aus. Das sind violette oder goldene Austria-Eier mit Austria-Logo drauf. Und wir haben uns gedacht, wir wollen auch einen kleinen Härtetest hier bei der Pressekonferenz machen. Und ich würde deswegen auch den Michi und den Joe bitten, mit den violetten Eiern ein Eierbecken zu machen. Michi, ist das eine Tradition, die du aus Bayern kennst? Eierbecken, sagt dir das was? Ja. Überraschung. Joe, du kennst das? Ich kenne das, ja. Okay, dann würde ich sagen, der Joe geht als Favorit in dieses Rennen rein. Michi und Joe. Ja, muss ja auf den Schädel haben. Eier also, Ei. Welches okay. Springt, der ist Verlierer. Okay. Richtig erklärt, Joe, also bitte. Spitze sein. Natürlich ist die härtere. Oh, souverän. souveräner Sieg für Joe Handel. Das ist die Erfahrung beim Eierbecken. Michi, gibt es andere Traditionen zu Ostern? Kann ich mir nicht Selbstvertrauen nehmen. Schlau gemacht. Na gut, es zahlt sich eben aus, eben auf die Ostereiersuche zu gehen bei uns. Und die Eier kann man natürlich danach auch verspeisen. Familienprogramm gibt es generell viel rund um das Stadion. Es wird wieder eine Kinderschmink-Aktion geben, die Austria-Hüpfburg vor der Ecke Südost. Außerdem wird es im kostenlosen Kindergarten einen Bastelschwerpunkt zu den Osterfeiertagen geben. Im Fanshop laufen weiterhin unsere Geburtstagswochen. Diese Aktion wird verlängert bis 6. April. Da gibt es viele Fanartikel um bis zu -60%. Zum Beispiel der Kinderschal kostet aktuell nur 8 Euro. Am Ostvorplatz legt gleichzeitig mit Start der Ostereiersuche um 16.30 DJ Derksen auf. Gleichzeitig öffnen auch die Viola Sportsbar und die Foodtrucks ihre Pforten. Auch eine Autogrammstunde mit Austria-Spielern ist geplant. Marvin Potzmann und Siad El-Shaibi werden ab 17 Uhr für Autogramme und Selfies gern zur Verfügung stehen. Ein letzter Hinweis noch von mir auf die Veilchen-Lounge. Alle Stadionbesucherinnen und Besucher haben auch diesmal wieder die Möglichkeit, sich mit dem Zugang zur Veilchen-Lounge ein Ticket-Upgrade zu sichern. Warme Speisen und Getränke sind da inkludiert und es gibt jetzt auch ein spezielles Kombi-Ticket für die beiden Heimspieler gegen Blau-Weiß Linz und Austria Lust zur neuen Folgewoche, wo man einen großen Rabatt auf diese Tickets für die Veilchen-Lounge erhält. Soviel zum Organisatorischen, jetzt kommen wir zum Sportlichen. Meine erste Frage da an unseren Cheftrainer Michi Wimmer. Michi, Länderspielpause haben wir jetzt hinter uns gebracht. Es waren viele Spieler bei Nationalteams. Sind alle fit zurückgekommen und welche News gibt es sonst aus der Personalsituation? Nee, erstmal hallo in die Runde. Ja, interessante Frage. Wir müssen heute mal schauen. Wir haben heute eigentlich zum ersten Mal alle Spieler an Bord, die jetzt auch vom Nationalteam zurückkommen. Also heute der Kader. Und da müssen wir schauen, wie sie beieinander sind, die Spieler. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die drei Langzeitverletzten mit Ragutz, El-Shaibi, Wustinger, dass die natürlich ausfallen. Aber auch da ist Fortschritte. Ja, die trainieren Teile, die trainieren individuell, die sind am Rasen, da haben wir Sieg relativ gut aus. Dann haben wir sicherlich auch mit Fisnik Aslani und Marvin Potzmann zwei Spieler, die noch definitiv ausfallen, wo ich hoffe, ja, dass sie relativ zügig aber jetzt wieder ins Mannschaftstraining bzw. ins Teiltraining einsteigen. Und definitiv nicht dabei sein wird Luka Pazurek, der hat jetzt die letzten 6 Tage 3 Spiele a 90 Minuten gemacht für den jungen. Ist dann auch jetzt mal gut, das Wochenende mal ein bisschen zu pausieren, mal ein bisschen durchzuschnaufen, haben wir uns dazu entschieden. Romy Vucic hat jetzt über Nacht erbrochen, muss man jetzt gucken, ob er heute aufschlaucht, wie er auftaucht im Training. Und ja, Marvin ist generell das erste Mal jetzt da, hat am Dienstag 90 Minuten noch gespielt. Muss man jetzt schauen, wie der, in welcher Verfassung er heute ist und ob das dann Sinn macht vom Beginn weg oder ja, nur zum Teileinsatz.
Danke, Michi. Meine zweite Frage geht an Johannes Handel. Joe, wie sind deine Erwartungen an das Spiel gegen Blau-Weiß Linz? Das letzte Duell in Linz hat ja die Austria knapp gewonnen. Was erwartest du jetzt morgen für ein Match? Ja, ich glaube, dass grundsätzlich ein sehr ähnliches Match sein wird. Wir sind sehr gut vorbereitet auf den Gegner und wir wissen auch, was sie stark machen und was sie gut kennen. Und wir werden mit unserem Spiel Lösungen finden und hoffentlich werden wir dann auch solche Lösungen haben, dass wir dann auch das Spiel wieder gewinnen werden. Danke, Joe. Wir werden auch diesmal wieder unseren Zuseherinnen und Zusehern von Viola TV die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Einfach im Live-Chat auf YouTube posten. Wir wählen dann 2 bis 3 Fragen davon später aus. Zuerst sind aber die Medienvertreter an der Reihe. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf kommt. Peter Klöbel von der Kronenzeitung beginnt. Michi, ihr habt in der Saison nur das erste Heimspiel verloren gegen Sturm. Danach gar nichts mehr. Heuer alle 3 Spiele gewonnen. Spricht irgendwas dagegen, dass diese Serie morgen hält? Wir werden alles dran setzen, dass die Serie hält, aber wir wissen ja selber, Serien können auch mal brechen, aber grundsätzlich ist es ein Heimspiel, ja, wie du richtig sagst, es sind 10 Spiele jetzt in Folge zu Hause ungeschlagen. Wir wollen, dass die Serie hält, wir wissen, dass es eine extrem schwierige Aufgabe auch wird, wie es der Joe auch gerade gesagt hat. Linz waren 2 ganz enge Spiele, auch wenn das eine Spiel dann mit dem 4-0-Ergebnis deutlicher ausgesehen hat am Ende, wie es dann am Anfang war oder wie es das Spielverlauf war. Und mit den Zuschauern im Rücken hoffen wir, dass wir ungeschlagen zu Hause bleiben. Ich hätte noch eine Ergänzung, die ich vorher vergessen habe. Tim Blavotic fällt natürlich ja definitiv aus, hat sich letzte Woche in Adduktoren verletzt und ist kein Thema fürs Wochenende. Johannes Brandl von Sky. Was waren denn die Schwerpunkte, außer ein bisschen ausspannen, Energietanken in der Ligapause beim Trainer? Was war vielleicht die Analyse der letzten Wochen? Was war der Tagesablauf des Trainers in der Ligapause? Wir haben es natürlich versucht, so gut wie möglich zu nutzen. Wir hatten 10, 11 Feldspieler jetzt 14 Tage lang. Mehr war leider nicht im Trainingsbetrieb da. Wir haben mehr Spieler standen nicht zur Verfügung. Von daher lief ziemlich viel im gruppentaktischen Bereich ab. Wir haben ziemlich viel an Videoanalysen gemacht. Das Positive, was war, wir haben die komplette Kette eigentlich zur Verfügung gehabt. Das heißt, wir haben letzte Woche sehr, sehr viel im Kettenverhalten arbeiten können. Das ist ein Punkt gewesen. Aber ansonsten waren es eher kleine, intensive Spielformen, ja, und dann am Wochenende auch eine Erholung und Regeneration. Und für mich bzw. für das Trainerteam ist so eine Phase, finde ich, immer gut, weil wir einfach reflektieren können, was jetzt die letzten Wochen passiert ist, wo wir arbeiten müssen, was besser funktioniert hat und versuchen dann jetzt in der Schlussphase das auch zu nutzen. Nochmal Johannes Brandl. Woran muss man denn arbeiten und was hat denn schon gut funktioniert? Vielleicht 2, 3 Punkte. Ja, ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, dass wir in der Lage sind, auch mal ein Spiel zu kontrollieren, ein Spiel länger zu kontrollieren, dass wir dahin kommen müssen, dass wir Spiele nicht so leicht dann auch aus der Hand geben. Dabei meine ich gar nicht das Ergebnis, sondern damit meine ich die Dominanz. Wir haben gute 20 Minuten, dann verlieren wir wieder die Kontrolle, haben wieder 20 Minuten, wo der Gegner überhand nimmt, dann manchmal mal gute Hälfte, dann haben wir die zweite Hälfte nicht gut. Es geht darum, ja, einfach eine Kontrolle ins Spiel zu kriegen und dann auch solche Momente, wo wir die Kontrolle verlieren, einfach sich zu finden und ein Rezept zu haben, hey, jetzt müssen wir uns wieder irgendwo eine Basis finden, um dann wieder die Kontrolle zu kriegen. Das sind so Sachen, die wir versucht haben, in Spielformen über Zielstrebigkeit versus Balance irgend sowas zu finden und auch den Spielern an die Hand zu geben. Einfache Sachen auch an die Hand zu geben, wenn ich das Spiel in den Alltag nehme oder auch das Spiel gegen Linz war, glaube ich, ein Musterbeispiel, wo wir einfach vorne in den vorderen Reihen zu früh die Bälle dann verlieren, wo wir es gut mal mit einem Kontakt spielen, aber wo es eher angebracht wäre, mal einen Ball zu sichern, mal mit 2 Kontakte zu spielen, mal im Ballbesitz zu bleiben. Also diese Situationen, das war so ein Kernpunkt, wo wir rausarbeiten wollen und ob es ein bisschen besser wird, wenn wir morgen sehen. Nochmal Johannes Brandl. Dann eine Frage, die den Johannes Handel betrifft, aber ich würde sie gerne vom Trainer beantwortet wissen. Wie hat sich denn der Spieler Johannes Handel in der Zeit unter Michael Wimmer entwickelt, verbessert? Was sind so die Unterschiede von Johannes Handel damals beim ersten Training und Johannes Handel jetzt? Also ich habe
Joe wahrgenommen, als ich hierher kam, als ein Spieler, der lernwillig ist, ja, der so ein bisschen, es ist unfair, wenn ich sage, aber so ein bisschen professioneller in der Einstellung, im Umgang mit dem Körper, in der Trainingseinstellung, dass er da ansetzen muss, da Gas geben muss. Er hat, finde ich, er arbeitet herausragend, ist ein Spieler, der lernen will. Ich finde, er passt hervorragend zu dem Spiel, wenn ich die Daten anschaue, die Statistiken anschaue, was darum geht, um Linien zu überspielen, wenn es darum geht, um nach vorne zu verteidigen, wer die höchsten Ballgewinne hat, dann glaube ich, führt er ligaweit aktuell fast jede Statistik an oder ist zumindest unter den Top 5. Und ich bin ja auch hierher gekommen, da wird immer so ein bisschen, Joe, ist es, passt es, reicht es nicht. Ich glaube, er hat sich wahnsinnig entwickelt, ist der stabilste Abwehrspieler mit bei uns, der das herausragend macht, ist ein Faktor dafür, wenn wir einen Ball haben, dass die Spieleröffnung, dass die funktioniert, weil er da gute Lösungen findet, gute Lösungen hat. Also er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Wo es ich mir natürlich schon noch wünschen würde, ist, wenn ich rüberschaue und seine Größe nehme, dann würde ich mir natürlich auch mal 3, 4, 5 Standard-Tore wünschen pro Saison. Also da, glaube ich, ist noch ein Punkt, wo wir zulegen müssen. Aber er ist stabil, er ist ganz, ganz wenig verletzt und ich glaube, seine Statistiken sprechen für sich. Brauche jetzt gar nicht so viel Lob dann noch austeilen. Peter Klöbel von der Kronenzeitung. Also meine Freundin Joe, war die Pause auch gut, um den letzten Frust endgültig abzubauen und jetzt sich völlig auf dieses neue Ziel zu fokussieren? Ja, definitiv. Ich glaube, uns Spielern und auch den Trainer, glaube ich, hat es schon gut getan, dass man das alles ein bisschen verdauen kann, weil es war dann doch irgendwie nicht so leicht für uns, wie die ganze Situation war. Und jetzt haben wir dann doch ein bisschen abschalten können. Wir sind ein bisschen weggekommen von dem Ganzen. Und ich glaube, das ist dann schon sehr wichtig, dass man sich dann auch wieder neue Ziele setzt. Das haben wir dann auch wieder gemacht. Und ja, jetzt gilt voller Fokus auf die nächsten paar Runden. Und es fühlt sich gut an. Da fangen wir nochmal Johannes Brandl. Dann habe ich jetzt eine Frage an den Joe. Heute schon den Zweikampf gegen den Trainer im Eierbecken gewonnen. Wenn wir uns zurückerinnern, das letzte Spiel hier gegen Blau-Weiß Linz, eine 100%ige Zweikampfquote. Die ganzen Statistiken, die der Trainer vorher auch aufgezählt hat, wo sie vorne dabei sind in der Liga, kommen Sie sich manchmal minder gewertschätzt vor im österreichischen Profifußball, dass eigentlich keiner über Joe Handel redet, der ein solider, sehr guter Innenverteidiger in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist? Na, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also ich mein, die Werte und so, das ist schon, wenn ich das selber sehe, dann macht es mir auch stolz und so. Aber ich glaube, das ist für mich einfach, ich muss meine Leistung bringen und egal, was jetzt wer sagt oder wie was gesagt wird, das ist für mich eigentlich nebensächlich. Und ich glaube, ich muss einfach so weitermachen und die Dinge passieren dann sowieso so, wie sie passieren sollten. Und ob jetzt viel über meine Person geredet wird oder nicht, ist, glaube ich, für mich jetzt nicht so wichtig. Jetzt war Ihr Spiel in den vergangenen Jahren auch immer eins, wo man gesehen hat, der hat richtig Talent, aber die Konstanz war einfach über 90 Minuten nicht da. Nehme ich mich auch gerne damit ein. Manuel Ortlechner, weil er gerade neben mir steht. Wir hatten da einige Diskussionen zu diesem Thema. Warum ist jetzt die Konstanz in diesem Spiel drinnen? Ich glaube vor allem, so wie schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube, dass es vor allem das Vertrauen von einem Trainer ist, das man braucht als Spieler. Und wenn man das kriegt, dann kann man irgendwie durch Leistungen irgendwas zurückgeben. Und das Vertrauen kriege ich zum ersten Mal in meiner Karriere, seitdem ich Profi bin. Und es tut auch sehr gut so, weil ich weiß, dass auch wenn einmal ein Fehler passiert, das ist menschlich, das passieren Fehler. Und nichtsdestotrotz weiß man, dass man trotzdem wieder spielen wird und man die Chancen kriegt. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, das man als Spieler erfahren kann. Nochmal Peter Klöbel. Noch eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung Frustabbau geht, Michi. Wie ist die Umstellung, dass man jetzt vom Jäger zum Gejagten wird? Ist das auch leichter, Mannschaft zu vermitteln? Ihr habt jetzt die letzten Runden habt ihr immer gejagt, die vor euch. Und jetzt, also wart ihr die Jäger und jetzt wird ihr gejagt. Ist das in der Birne leicht zu verarbeiten? Also die letzten. Ja, also die letzten 5 Spiele im Grunddurchgang waren ja ähnlich, außer das Derby jetzt, wenn man es rausnimmt, da waren es ja auch ähnliche Gegner dann auch zum Schluss raus mit Altach und WSG. Trotzdem war es ja da die Situation des unbedingten Gewinnen müssen. Also ich bin voll bei dir, das ist jetzt so in
ja, in der Abstiegsrunde, in der Quali-Runde schon was anderes. Man ist man geht als Favorit rein. Es ist dann eher auch ja, mal verlockend vielleicht zu sagen, es geht ein bisschen mit einem Schrittchen weniger. War für mich auch sehr spannend, weil ich kann es ja gar nicht. Also ist für mich die Situation auch neu, aber die Spieler, glaube ich, haben das gut angenommen und wissen, dass es mit ein bisschen weniger gar nicht geht. Ja. Es geht nur mit 100%. Es sind die Spieler oder die Gegner meistens so, dass sie tiefer stehen. Das heißt, du wirst definitiv mehr Ball haben. Du brauchst Lösungen im letzten Drittel. Du brauchst eine gute Restverteidigung. Das ist schon was anderes. Ja. Und man muss ja ehrlich sein, der Druck ist ja da unten für die Mannschaften. Es ist ja hauptsächlich, geht es darum, nicht zu verlieren. Ja. Und das ändert schon gewisse Spielweisen. Gibt es weitere Fragen? Nehmen wir erstmal eine Frage aus dem Chat, eine Frage an Michi Wimmer. Michi, wann können wir ungefähr wieder mit Fisnik Aslani rechnen? Ja, ich habe es vorher eingangs gesagt, also bei Fis ist es so, dass er draußen aktuell arbeitet, dass er genauso wie Marvin Potzmann eigentlich noch im Reha-Bereich arbeitet, individuell draußen am Platz. Ich hoffe, dass der Übergang jetzt relativ zügig ist, dass sie Teiltraining ins Mannschaft, am Mannschaft teilnehmen können. Und ich würde mir hoffen, dass sie in der, wenn man das sagen darf oder sagen kann, in der Rückrunde, der Quali-Runde auch wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, nach dem, ich glaube, Tirol ist das letzte, oder wenn mich alles täuscht, dass sie dann nach dem Tirol-Spiel auch wieder zur Verfügung stehen, wäre natürlich super und würde uns dann für den Endspurt einfach wieder mehr Alternativen dann auch geben. Eine zweite Frage noch von Leon. Werden jetzt im unteren Playoff vermehrt jüngere Talente eingesetzt oder sagst du, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle in den Überlegungen, dass man das tendenziell forciert? Ich habe die Frage habe ich ja schon extrem oft auch beantwortet. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass sich jeder Spieler, egal ob er jung ist oder alt ist, dass er sich seine Einsatzzeit verdient. Also es wird keinem eine Einsatzzeit geschenkt, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt auch, sagen wir so, viele Spieler haben, junge Spieler, die jetzt, ja, die sehr gut trainieren. Ich nehme da jetzt mal Moritz Wels dazu, der einfach sehr gut trainiert aktuell, der die 14 Tage auch genutzt hat, sehr gut trainiert hat, der in Alltag sehr gute 30 Minuten gespielt hat. Dass er jetzt auch dran ist, irgendwann auch zu spielen. Genauso wie Luka Pazurek, der ja im Hinspiel, oder nicht Hinspiel, aber im letzten Spiel gegen Blau-Weiß Linz von Anfang an gespielt hat, eine gute Partie gemacht hat, dann leider nach 18 Minuten raus musste. Ich sehe es so, es geht immer ums Verdienen. Wir haben jetzt Spieler, die sind jetzt soweit, die haben es jetzt auch verdient und jetzt geht es natürlich darum, auch ihnen Vertrauen zu schenken, sie reinzuschmeißen und dann auch eine Erkenntnis zu kriegen, wie sieht es aus für nächste Saison. Ja. Gibt es noch eine Frage von einem Journalisten? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann sagen wir danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Morgen Ankick um 19.30 Uhr am Freitagabend. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Schau, das kannst du essen, schau. Das ist dein.